Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin heute mit der Charmy Box hier vom Monat Mai. Ich möchte sie mit euch gemeinsam auspacken. Ich darf euch auch in diesem Video wieder eine Box verlosen und ich habe auch einen Rabattcode für euch. Ja, falls ihr Lust habt und wissen wollt, was in der Charmy Box drin ist, dann bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Kommen wir mal zur Charmy Box. Also ihr kennt sie schon, das ist die ehemalige Vegan Beauty Basket und die heißt jetzt halt Charmy Box. Finde ich viel schöner und passender. Auf jeden Fall ist die immer sehr schön. Das ist eine Beauty-Abo-Box, die aber auf Naturkosmetik basiert und ihr habt hier Naturkosmetik drin in Form von Kosmetik, halt eben dekorative Kosmetik und aber auch Pflege. Sehr schöne Sachen sind hier immer drin und ich freue mich total immer auf die Box, weil die kommt alle 2 Monate und bis dann hat man dann immer ein bisschen Zeit, die Produkte auch ordentlich zu testen. Also es ist keine monatliche Abo-Box, sondern die kommt alle 2 Monate, genau. Und ich habe hier auch einen 10% Rabattcode für euch. Ich blende euch den ein, der gilt immer, könnt ihr jederzeit nutzen, wenn ihr die Box mal ausprobieren wollt. Es gibt aber gerade auch eine Aktion auf der Website, habe ich gesehen. Könnt ihr auch sehr gerne mal gucken. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Auf jeden Fall mit dem Code Gratisbox bekommt ihr im Dreier-Abo eine Gratisbox. Also ihr könnt ein Dreier-Boxen-Abo abschließen. Da bekommt ihr dann 3-mal die Box hintereinander, also alle 2 Monate. Und da bekommt ihr dann halt eine Gratisbox. Das ist ein Muttertagsangebot. Könnt ihr einfach mal reinschauen, ob sich das für euch lohnt. Ansonsten könnt ihr die Box auch immer einzeln bestellen. Da kostet sie, glaube ich, 24,99 €. Blendet euch das ein. Und jetzt gucken wir mal rein. Die Box ist immer super schön. Ihr habt hier bei der Charmy Box die Möglichkeit auf ein Auswahlprodukt. Das heißt, ihr bekommt vorab, bevor die Box zu euch versendet wird, eine Auswahl zugeschickt. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach einen Lippenstift, ne? Den gibt es in 3 verschiedenen Farben und ihr könnt euch die Farbe aussuchen. Also das ist wirklich toll. Oder wenn es einen Duft gibt, könnt ihr euch eine Duftrichtung aussuchen. Oder wenn es einen Nagellack gibt, eine Nagellackfarbe. Also ihr habt hier immer Mitspracherecht bei der Box und das finde ich super toll und auch nachhaltig vor allen Dingen, weil dann auch keine Produkte, sage ich jetzt mal, weitergegeben werden, in den Müll gegeben werden, weil man sie nicht benutzen kann aufgrund der Farbe, des Geruchs oder wie auch immer. Also ihr habt hier, wenn ihr zum Beispiel eine BB-Cream drin habt, könnt ihr euch auch aussuchen, ob ihr hell oder mittel haben wollt oder dunkel und bekommt nicht einfach irgendeine Farbe. Also das ist sehr persönlich und super kundenfreundlich bei der Box, ne? Genau, und jetzt gucken wir mal rein. Ich habe den Deckel mal abgenommen und dann sieht das Ganze einmal so aus. Also hier ist immer eine Karte drin. Es ist wirklich eine super schöne, sympathische Box. Das ist von der lieben Ina, der Inhaberin von dieser Box. Und sie hat auch einen Instagram-Account, Ina Duart. Und da hat sie ihre Illustrationen, Zeichnungen drin. Und sie macht immer also eine neue Karte für jeden Monat. Und das ist jetzt auch wieder eine Katze. Es ist meistens sie mit ihrer Katze drauf. Und das finde ich toll, toll, toll. Ich sammle diese Karten. Ja, hier hat sie drauf geschrieben, viel Freude mit der Box. Super lieb, vielen Dank, Ina. Und dann haben wir halt noch die Produktkarte mit dabei. Das ist die Produktkarte Mai. Die sieht auch immer gleich aus. Die ist sehr schön gestaltet. Und hier habt ihr die Preise zu den Produkten und eben, was die können mit den Inhaltsstoffen. Also alles sehr transparent, kundenfreundlich und übersichtlich. Und dann haben wir halt hier dieses Päckchen drin. Das kann man dann aufmachen und da liegen dann die Produkte drin. So, und ich fange mal mit dem ersten Produkt an. Das war auch das Auswahlprodukt von diesem Monat und zwar von Althea Organics. Da gab es so ein, also das ist ein Wässerchen sozusagen, ein Blütenwasser. Und das gibt Feuchtigkeit und wirkt beruhigend und tonisierend für die Haut. Das gab es in 3 unterschiedlichen Sorten. Ich habe mich für die Sorte Lavendel entschieden. Und jetzt will ich euch mal gerade sagen, also das kostet normalerweise 5,05 Euro und das ist ein speziell entwickeltes Dampfdestillationsverfahren, wodurch die besten Eigenschaften der aromatischen Pflanze im gewonnenen Blütenwasser enthalten bleiben. Das ist sehr schön und da gab es halt, wie gesagt, Lavendel, Rose oder Kamillenwasser, also sehr unterschiedliche und ich habe mich halt eben für Lavendel entschieden und da will ich jetzt gerade mal sprühen, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das schön nach Lavendel riecht. Oh ja, das riecht wirklich nach frischer bzw. getrocknetem Lavendel. Riecht sehr gut, sehr angenehm. Ich mag das ja und das kann man sich vielleicht abends vorm Schlafen gehen aufs Gesicht geben. Habe ich gedacht, soll der Haut Feuchtigkeit geben und ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Dann haben wir als nächstes was drin, da freue ich mich so drüber und zwar von Vegan Fox ist hier mal wieder ein Peeling mit drin, ein Coffee Scrub, ein Body Scrub Coffee und da hatten wir schon mal so ein Pfefferminz Scrub und das fand ich so geil, da habe ich mich so gefreut und das ist jetzt auf jeden Fall hier einmal mit Coffee und es schaut einmal so aus, die sind wirklich, das sind total natürliche Produkte mit drin, beziehungsweise Inhaltsstoffe
Und ich glaube, das ist noch zu, ne? Das lasse ich auch mal zu, weil das ist halt Naturkosmetik, aber ihr seht, das ist ölig und also es ist Kaffee mit Öl gemischt. Und so gab es das halt auch schon mal mit Pfefferminz und Pfefferminzblättern. Das war so der Wahnsinn gewesen von Vegan Fox. Und das jetzt, wie gesagt, jetzt mit Kaffee. Mega, da freue ich mich total. Ich will gerade mal gucken, 11,40 Euro kostet das normalerweise. Ne? Körperpeeling versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, peelt wunderbar die abgestorbenen Hautzellen und hinterlässt ein glattes Hautgefühl. Da freue ich mich sehr drüber. Ist ein Full-Size-Produkt. Und ja. Als nächstes ist hier Liebe die Natur, ein natürliches Deodorant mit Aloe Vera ohne Aluminiumsalze drin. Deo ist immer so eine Sache. Ich habe bei den meisten Deos, komme ich nicht mit zurecht, da rieche ich. Ich habe wirklich diese Deo-Creme von Pure Soul, die benutze ich immer und immer. Und was auch funktioniert bei mir, ist von DM, von Alverde, die Deo-Creme. Aber sonst bis jetzt habe ich noch nicht wirklich was gefunden, was gut ist bei mir. Und das hier ist mit Lindenblütenextrakt, Apfelsaft, Bio-Aloe Vera. Und ich werde es mal ausprobieren. Also ich teste das gerne immer aus, aber wenn es nichts bringt, dann sortiere ich das immer ganz schnell wieder aus. Liebe die Natur, da hatte ich schon mal was und ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, das fand ich auch nicht so schlecht. Es kostet 4,80 Euro und kommt hier oben einmal mit so einem Roller. Jetzt will ich gerade mal gucken, nach was das riecht so ein bisschen. Oh, das riecht aber... riecht schön fruchtig, also es riecht fruchtig lecker, würde ich sagen. Ja, ich teste es mal aus, aber wie gesagt, bei Deo bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. So, und das letzte Produkt, nee, das vorletzte Produkt ist einmal ein Produkt, was ich auch nicht so gern mag. Das ist von der Marke Skoon. Skoon ist eine, ja, ich will gerade mal gucken, aus Dänemark kommen die, genau, aus Dänemark ist die Marke und die haben sehr teuer, ne, und Night Cream Repair Mikrobiom, das ist so eine, also die soll die Schutzfunktion der Haut stärken. Hier sind Peptide mit drin, Mikrobiome, Vitamin E, Omega 6 bis 9, Anti-Age und unparfümiert. Ich weiß, viele mögen das und die sind auch gar nicht günstig. Von Skoon, die kostet 66 Euro. Ich bin aber, also für mich ist das eine Moklerei, ehrlich gesagt, weil, also erstmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Packung hier, es ist so günstig gemacht, 66 Euro kosten soll. Ne? Ja, das ist so ein Produkt, was immer wieder in Boxen vertreten ist, damit der Wert der Box nach oben kommt. Und es kann sein, die Produkte sind gut. Ich habe das schon mal probiert. Ich fand es jetzt nichts Außergewöhnliches. Es ist vielleicht für viele ein schönes Produkt, für mich leider nicht. Also ich bin da wirklich ehrlich mit euch und ich mag hier diese Box super gerne. Hier sind auch selten Produkte drin, die ich nicht mag, aber diese Creme mag ich nicht. Das ist sowas für mich wie Avon, nur in Naturkosmetik. Wisst ihr, wie ich meine, völlig überteuert, würde ich mir nie nachkaufen für das Geld. Und genau, wenn ich dann sehe bei Dalton, wie schön da die Tiegel sind und alles. Und wenn ich das dann sehe, dann kaufe ich mir lieber eine Dalton-Creme und weiß, was ich habe. Tut mir leid wegen dem Produkt, aber ich möchte ehrlich zu euch sein. So, und dann ist hier was drin noch von, also was Dekoratives von Le Papier. Dusty Rose, das ist der Moisturizing Lipstick Glossy Nude. Sehr schön, den werde ich aber heute mit euch nicht ausprobieren, weil ich habe einen Lippenherpes, den ich mir in Hamburg geholt habe, bei irgendwas, keine Ahnung. Und deshalb werde ich im Moment keine Lippenprodukte ausprobieren. Schaut einmal so aus und Lippapier, das ist, schaut so aus. Das ist, das kann man hier so ziehen und dann kann man den Stift schälen. Also hier ist Papier um den Lippenstift quasi drumherum. Sehr schön, sehr nachhaltig. Könnt ihr dann im Papier entsorgen. Ich swatch euch aber mal die Farbe. Und es ist wirklich so ein glossy, creamy, also wie die Lip Butter, so ein bisschen von Banana Beauty sieht das aus. So ein bisschen glossy. Sehr schön die Farbe. Ist nämlich so ein bräunlicher Ton. Mir gefällt der gut. Ich habe jetzt gedacht, oben wegen Dusty Rose, dass es so ein bisschen rosig ist, aber... es ist auf jeden Fall nicht die Farbe Dusty Rose. Ich weiß nicht, ob hier was schief gelaufen ist. Also ich würde das nicht als rosig bezeichnen. Muss ich mal die Ina fragen. Aber ansonsten, was steht hier drauf? Glossy Nude. Und das ist, vielleicht ist auch nur die Verpackung anders. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das einmal die Farbe. Ja, und der Lipstick sieht nicht nur schön aus, sondern das ist ein feuchtigkeitsspendender Lipstick für die Lippen. Sehr, sehr schön. Ich zeige euch jetzt mal die schöne Box noch im Schnelldurchlauf und blende euch ein Gesamtwert ein. Also einmal dieses Peeling von Vegan Fox, dann einmal Liebe die Natur Deodorant. Dieses tolle Spray von Althea, da bin ich wirklich gespannt drauf und freue mich, das ins Gesicht zu sprühen. Den Moisturizing Lipstick von Le Papier und dann einmal von Skoon
und die Night Cream, die mir nicht so gut gefällt. Aber an sich eine sehr schöne Box. Wie gesagt, wenn dieses eine Produkt da jetzt nicht wäre, dann wieder eine perfekte Box. Aber ja, also allein über das Peeling freue ich mich mega. Ist wirklich eine gelungene Box. Zeig's euch nochmal, ne? Da habt ihr wirklich schöne Produkte, die ihr dann mal ausprobieren könnt aus dem Naturkosmetikbereich. Ich darf euch in diesem Video noch eine Box verlosen. Also könnt ihr sehr gerne mitmachen. Die Infos dazu stehen unten in der Infobox. Ihr solltet wie immer Abonnent von meinem Kanal sein, dem Video ein Däumchen nach oben geben. Schreibt mir in die Kommentare, welches Produkt euch hier am meisten interessiert aus der Box, was ihr am spannendsten findet und warum. Und dann seid ihr auch schon im Lostopf. Es steht nochmal alles unten drin. Und wer sich die Box kaufen möchte, kann gerne meinen Code verwenden. Ich verdiene daran nichts, ist lediglich für euch, damit ihr die Box ein bisschen günstiger bekommt. Und jetzt würde ich Danke sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Nicole.